Herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 3 und wir sind hier vor einem Friedhof, den wir hier wohl untersuchen müssen. In der letzten Episode zumindest waren wir in der kleinen Taverne und diesen Auftrag haben wir da zufällig bekommen. Laut genug, um die Toten aufzuwecken. Da bin ich ziemlich gespannt. Es ist 22.31 Uhr, fast Mitternacht. Eieiei. Ja, und ich habe hier wieder die E3-Version installiert. Seltsam. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Okay, das sieht wirklich schlecht aus. Heiliger Bimbam. Was ist hier los? Tempelfriedhof, Beclair. Oh meine Güte, Freunde. Gehen wir mal hier links lang. Hier ist ein Totengräber. Vielleicht weiß er Bescheid. Moralischer Verfall, wohin man auch kommt. Okay. Dann schauen wir mal hier rein. Oh, hier können wir sogar untersuchen. Was soll das denn bedeuten? Hier ruht Milton. Okay. Ja, Milton. Auch ein ehemaliger Geselle. Ein guter Söldner des Landes. Verdammt. Da kämpft schon wieder jemand. Der Krach kommt aus den Katakomben. Okay. Shit, das erinnert mich ein bisschen an Diablo 2. Wo man auch in die Katakomben gehen muss. Gut. Das wird, glaube ich, interessant jetzt. Shit, was ist da drin los? Von hier kommt also der Krach. Ich hoffe, ich habe hier nichts verpasst und die Person lebt noch. Boah, das ist jetzt gerade wieder so atmosphärisch. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier mal wieder eingeschaltet habt bei dieser wunderschönen Episode von The Witcher 3. Eines der geilsten Spiele überhaupt, wie ich finde. Keiner da. Komisch. Nach einem Gruftweib-Lager sieht das auch nicht aus. Aber hier ist was, hier kann ich interagieren. Louis de Corentin. Gestorben am Sankt Soatan-Tag. Die Geräusche haben genau dann angefangen. Ziemlich neu. Die Beerdigung kann nicht lange her sein. Was ist hier faul? Gold. Also keine Grabräuber. Gold hätten sie nicht zurückgelassen. Das ist ja merkwürdig. Hier ruht Margot de Corentin. Und hier? Zerschlagen. Hat wohl jemand gegen die Wand geworfen. Keine Monster, keine Grabräuber. Nur etwas Unordnung. Vielleicht ist das doch nicht der Ort. Seltsam. Shit. Ich sag doch, irgendwas stimmt hier nicht. Nimm am besten hier die Fackel raus. So haben wir einen besseren Überblick. Ich glaube, wir müssen hier entlang. Noch weiter in die Tiefe? Der Krach kommt eindeutig aus diesem Grab. Unmöglich. Boah, jetzt bin ich extrem neugierig. Shit. Grabräuber. Was machen die hier? Nichts da. Befehl von Robin. Für die Leute, die es lesen wollen, einfach mal Stopp drücken. Durchsuche die Krypta mit Hilfe deiner Hexersinne. Welche Krypta? Ey, irgendjemand haut hier irgendwie etwas hin und weg. Was ist hier los? Da oben? Ja, das ist oben, Mann. Ich glaube, da wird jemand vergewaltigt oder so. Schnell nach oben. Boah, wie krass. Das ist richtig krass gerade. Ist nichts von schlechten Eltern. Irgendein Monster muss es doch sein.
darunter, sagt das jetzt mir. Irgendwie ist das echt merkwürdig. Vielleicht muss ich hier lang. Nee, auch nicht. Weiter runter? Verdammte Axt, ich glaube, ich verliere langsam die Orientierung. Stimmt was nicht? Da stimmt was nicht. Ich sollte mich verstecken und abwarten. Ich hab doch gesagt, hier stimmt was nicht, aber wo soll ich mich verstecken? Hier hinter? Oh, das geht sogar gut. Hier. Kommt schon. Kriegen wir hin irgendwie. Vielleicht hinter dieser Statue? Okay, einmal hinsetzen. Du willst den ganzen Tag nur rumliegen und mit diesen Karten rumspielen. Wie ein Zwerg. Ekelhaft, pfui. Oh ja, viel besser als an Majorans Tempeltür zu stehen und von früh bis spät zu beten. Das ist der Dank. Ich habe für dich gebetet, dass du das Joch der Spielsucht los wirst. Na, hat ja prima geklappt. Offenbar sind die Götter dein Genörgel auch leid. Hey, was machst du denn hier? Das ist ein Privatgespräch. Worüber streitet ihr denn eigentlich? Schieb ab! Das geht dich nichts an! Ich könnte euch vielleicht helfen. Ich kenne deinen Namen nicht, aber du musst mir helfen. Ich weigere mich, die Ewigkeit an der Seite dieses Heiden zu verbringen. Entferne ihn sofort aus meiner Krypta. Immer langsam. Wo liegt das Problem? Das ist meine Krypta. Und diese fromme Schreckschraube hört auch im Tode nicht auf zu zetern. Eine Ewigkeit voller Genörgel. Welch Elend. Ich war eine verblendete Idiotin, ihn zu ehelichen. Er ist ein Sklave des Kartenspiels, der sein eigenes Kind bei einer Runde Quint verwetten würde. Das war nur einmal, verflucht! Es war ein Scherz! Wie oft soll ich das noch sagen? Und wer hat unser Vermögen in eine blöde Majoran-Statue versenkt? Ein frommes Werk wollte ich tun. Der unsterbliche Prophet hätte dieses Land von Blasphemie und Spielsucht erlöst. Wie hätte ich wissen sollen, dass es ein Betrug war? Ja, hätte dich nur jemand gewarnt. Rund 500 Mal. Ruhe! Mund halten! Alle beide! Shit, wie sollen wir uns verhalten? Ich sag einfach mal, einer muss verschwinden, weil das geht echt nicht. Die sollen einfach voneinander weggehen, ey, weil die haben beide nichts davon. Oder wir können das diplomatisch hier lösen. Wem gehört die Krypta rechtmäßig? Komm, mach ich mal. Wessen rechtmäßiges Eigentum ist denn die Krypta? Das fragst du? Sie gehört meiner Familie, den De Corentins. Hast du denn gar keine Bildung? Mag sein, aber es war meine Mitgift, mit der sie von deinen Gläubigern zurückgekauft wurde. Hör zu, wenn hier jemals Frieden einkehren soll, muss einer von euch gehen. Einen muss ich rauswerfen. Ja, nimm ihn, tu es und ich... Ich sage dir, wo ich seine besten Gwindkarten versteckt habe. Was? Wusste ich es doch, dass du das warst. Und jetzt wirfst du mich aus meiner Krypta und bezahlst noch mit meinen Karten dafür? Verdammt nochmal! Hätte ich diese Karten beim Turnier in Belhaven gehabt, dann wäre ich noch am Leben! Es ist deine Schuld, du räudige Ratte, dass sie mich erstochen haben! Sie haben dich wegen deiner Schulden erstochen! Damit hatte ich nichts zu tun! Komm schon! Du wirst doch nicht auf diese Betschwester hören! Ich weiß genau, wo sie die Karten versteckt hat. Ich sag es dir selbst, sobald du sie rausgeworfen hast. Ich muss darüber nachdenken.
Also gut, einer von beiden muss weichen. Also sprach der Prophet. Verdammte Axt. Majoran, du sollst nicht um Geld spielen. Wonach er unverzüglich hinzufügte, denn für mich hast du nichts übrig. Ketzer, sei still. Mit dir rede ich nicht mehr. Nein, nein, ich rede nicht mehr mit dir, alte Schnepfe. Oh mein Gott. Ein Moment. Das geht hier nicht. Shit, 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 shit. Ich weiß nicht, wie ich mich hier verhalten soll. Oh Mann. Ich bin ein bisschen überfordert. Komm, ich helfe Luis. Ich hoffe, das ist richtig. Ich werde mit niemandem reden, solange sie hier ist. Bring sie weg! Was? Die Urne soll ich wegnehmen, ne? Entschuldigung, ich habe was falsch verstanden. Okay, Freunde, hört sich ein bisschen übel an, aber ich werde mal das mitnehmen. Nein, halt! Oh, wenn es schon sein muss, dann bring mich doch bitte an einen erfreulichen Ort. Ist mir einerlei. Wohin willst du? Zum Grab meiner Mutter, auf dem alten Friedhof vor der Stadtmauer. Ein reizender Fleck nahe am Seeufer, mit ganz außergewöhnlicher Flora. Außergewöhnliche Flora. Wo genau ist das Grab? Unter den Armen einer Kastanie. Auf dem Grabstein steht ihr Name, Micheline Belle-Rose. Dass ich nicht auf Mama gehört habe, als sie mich vor diesem Lump gewarnt hat. Okay. Das sollten wir tun. Kleiner Roller noch hier gerade vorwärts. Ein kleiner Roller. Okay, dann mal raus. Bis dass der Tod euch scheidet. Finde ich richtig übel hier. Hol dir deine Belohnung dafür ab, das Rätsel des nächtlichen Lärms auf dem Friedhof gelüftet zu haben. Dann machen wir später. Wir müssen erstmal dieses Grab finden. Das Grab der Familie Belle-Rose auf dem alten Friedhof. Wo ist das genau? Schauen wir mal ganz kurz nach. Oh. Bisschen mal außen herum? Oder können wir auch hier lang? Probieren wir mal hier lang zu gehen. Gut, die Tür ist abgesperrt. Das Tor. Wie interessant diese ganzen Quests geworden sind. Also ich muss echt sagen, das ist schon mega geil gemacht. Das macht richtig Spaß. Ist wirklich jetzt. Also ich sag das jetzt nicht hier, weil ich den DLC spiele, sondern weil das wirklich Bock macht. Oh, hier sind Betrunkene. Hier sieht's nicht frisch aus. Das ist der Ort, den Margot erwähnt hat. Wo ist denn das Grab? Unter einer Kastanie, hat Margot gesagt. Na, wenigstens haben wir die Markierung. Das ist so das Mindeste, wie ich finde. Hier gibt's bestimmt was. Da, das ist es. Micheline Belle-Rose. Das ist es. Okay, einmal platzieren. So, das war's. Okay, kehre zu Luis zurück, um über deine Belohnung zu besprechen. Machen wir. Ich hoffe, diese Entscheidung war auch richtig. Manchmal überlege ich halt wirklich, ja, könnte das richtig sein, könnte das nicht richtig sein. Ich weiß, dass das Vor- und Nachteile hat. Das hat jetzt echt nichts mit Frauen oder Männern zu tun. Ich wusste nicht genau, wie ich mich verhalten soll. Deswegen habe ich gesagt, so, der Kerl macht mir irgendwie ein bisschen einen unschuldigen Eindruck. Die Frau natürlich auch, aber die Frau hat da wirklich ein bisschen darauf besessen, irgendwie recht zu behalten, und deswegen habe ich mich für den Mann entschieden. Aber ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie hättet ihr euch hier entschieden? Hättet ihr dem Mann geholfen oder hättet ihr der Frau geholfen? Würde mich mal interessieren. Und vor allem, welche Vor- und Nachteile hat man dann dadurch, ne? Das würde mich auch interessieren. So, da bin ich.
Ich habe die Urne mit Margots Asche weggenommen, wie du wolltest. Louis, bist du da? Ich hätte wissen müssen, dass er nicht kommt. Na gut, du willst es nicht anders. Bring Louis dazu, sich zu zeigen, aber was soll ich tun? Aha, hier. Aufnehmen. Bitte, stell mich zurück! Ja, ich habe nicht reingelegt, ich habe keinen Schimmer, wo die Karten sind, aber ich denke mir was aus, bestimmt. Ich hab's! Dieser Schwertschmied Trentin, den hab ich beim Quint mal abgezogen. Und er hatte kein Geld. Da hat er mir den Stolz seiner Sammlung versprochen. Ein tolles Schwert. Fein gearbeitet. Ich starb, ehe ich es holen konnte. Aber du könntest es haben. Sag ihm einfach, dass Louis de Corentin dich schickt. Der verblichene Louis de Corentin? Das könnte tatsächlich problematisch sein. Aber wenn... Der Mann ist ein unverbesserlicher Spieler. Seine Frau hat ihn gezwungen, Hilfe zu suchen. Hypnose oder so. Sie ist felsenfest überzeugt, dass er keine Karte mehr anfasst. Wenn sie erfährt, dass er immer noch spielt, dann kommt er in Teufelsküche. Danke. Was zum Teufel, jetzt aber noch mit dem einen Kerl sprechen. Ich muss zugeben, mich hat Gwint nie großartig interessiert und ich weiß jetzt auch nicht, ob wir das jetzt unbedingt machen sollten oder uns erstmal unsere Belohnung abholen sollen. Können natürlich jetzt entscheiden, wie wir wollen, aber Friedhöfe selbst, jetzt mal an sich so gesagt, gerade bei The Witcher, sind meistens verflucht. Gerade Monster treiben hier ihr Unwesen rum. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich finde es halt wirklich mega atmosphärisch gemacht. Das macht richtig Spaß. Und jetzt habe ich halt eben auch diese E3-Grafik halt wieder implementiert. Für die Leute, die es nicht wissen. Ich wollte mal sehen, wirklich, wie das mit der Farbe ist. Und ich muss zugeben, diese E3-Grafik gefällt mir einfach viel mehr. Das ist jetzt nicht direkt so eine Mod, meiner Meinung nach, sondern eher wirklich die Grafik, so wie es eigentlich auch hätte sein müssen. Und deswegen sieht es halt auch so wirklich mega atmosphärisch aus. Okay. Dann gehen wir mal zum Schwertschmied. Ist ein bisschen krass, dass wir jetzt ein oder andere verpetzen müssen. Ob ein Hexer überhaupt Steuern zahlt. Oh, da hat jemand gefragt, ob wir Steuern bezahlen. So, hier kommen wir doch irgendwo rein, oder? Nee, hier ist gar keine Tür. Oh Mann, jetzt können wir erstmal den Eingang suchen. Ist ja immer so. Mich täuschst du nicht, Hexer. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Tja, jetzt wird uns teilweise unterstellt, dass wir Mörder sind. Dass wir ein Mörder sind. Hier. Hier irgendwo. Nach oben? Ach, der Kerl schläft bestimmt, ne? Kein Wunder, wir haben Mitternacht. Oh, der ist ja noch wach. Trentin. Der beste Stahl Toussaint. Sieh nur selbst. Ich bin hier, um das Schwert von Louis de Corentin zu holen. Wie dreist! De Corentin ist tot. Wer bist du? Sein Bruder? Sein Liebhaber? Louis hat nichts dergleichen erwähnt. Mag ja sein, aber dich hat er erwähnt. Und den Umstand, dass du gerne Gwent gespielt hast. Sehr gerne sogar. Bis deine Frau dir geholfen hat, die Sucht zu überwinden. Sie muss ein wahrer Schatz sein. Ach, diese Arschgurke. Ich wollte es doch wieder über den Kamin hängen. Jetzt, wo Louis die Radieschen von unten zählt. Aber es muss wohl sein. Na gut, das Schwert ist dein. Aber lass mich nicht einfach so hängen. Ich will wenigstens meine Ehre zurückgewinnen. Ein paar Ründchen um Geld vielleicht? Und deine Frau? Hast du keine Angst? In meinem Haus habe ich das Sagen. Frauen sind machtlos.
Außerdem ist meine Frau gerade bei ihrer Schwester in Belhaven. Also, spielen wir? Nein, danke. Ich passe. Verflucht nochmal. Nein heißt nein. Ich bettle nicht drum. Dein Nachsehen. Alles Gute. Wie geil, jetzt haben wir das Schwert bekommen. Das ist ja mal richtig gut jetzt gerade. Schauen wir uns das mal ganz kurz hier an im Inventar. Ui, Stahlwaffe. Plus 75 Rüstungsdurchbohrung, die Waffe ist richtig gut. Die ist besser als unsere jetzige, plus 5 mehr Schaden sogar. Und könnten wir normalerweise auch nochmal skillen, ne? Mach ich aber noch nicht. Okay, wir haben eine neue Waffe, Leute. Boah, die krass ist. Die Klinge ist krass, muss ich sagen. Obwohl wir jetzt hier auch nochmal plus 25, plus 75 kritischer Treffer und sowas haben. Chance auf Vergiftung? Moment mal, ich schaue gerade. Nee. Ich glaube, das Schwert von ihm, was wir jetzt gerade erhalten haben, ist besser. Würde ich jetzt gerade so behaupten. Die Waffe ist richtig geil. Nur das Problem ist halt nur von den Stats jetzt her, ne? Muss man einfach mal sagen. Hier nochmal, ihr habt es jetzt selber gerade gesehen. Ich glaube, ich behalte unsere Waffe, weil minus 5 ist jetzt auch nicht super wenig jetzt. Also ist super wenig, finde ich. Deswegen behalte ich mal die Waffe. Aber die Waffe müssen wir auf jeden Fall nicht verkaufen. So als Andenken finde ich die Waffe ganz schön cool. Ich kann mir es ja immer noch überlegen. Finde ich echt geil, dass wir da so eine neue Waffe bekommen haben. Das ist so geil gemacht, ey. Das macht sowas von Laune, das Game. Ich weiß, viele schauen das Let's Play möglicherweise nicht mal unbedingt gerne an, weil sie lieber Smackdown oder sowas sehen bei mir. Oder irgendwelche anderen Games. Aber dieses Spiel hier ist sehr, sehr atmosphärisch. Gerade für so ein Rollenspiel. Das ist sehr, sehr atmosphärisch. Finde ich sowas von geil gemacht. Dann gehen wir mal jetzt schnell zurück und holen uns unsere Belohnung in der Taverne. So, das müsste hier sein. Mal sehen, was wir bekommen. So, der Kerl müsste hier sein, oder? Da, Charles Lanzano. Hallo, ich bin fertig. Auf dem Friedhof ist es jetzt wieder schön leise. Ah, wieder im eigenen Bett schlafen. Im Schlauberger wird es auch immer lauter. Die Gäste gebärden sich wie die Besessenen. Vor allem dieser Irre, der ständig nur O-Drehen brüllt. Aber sag mir, was war los auf dem Friedhof? Waren es wirklich Bestien? Ja, es war ein furchtbarer Kampf. Ich habe um Haaresbreite überlebt. Verbietet dir dein Kodex, mir die Einzelheiten zu verraten? Ist wohl besser so. Hier, ich leg noch was drauf. Das hast du verdient. Ha! Die passende Antwort hier bei The Witcher 3. Das war doch mal was hier. Mega spannend, ganz klar hier. Bis dass der Tod euch scheidet. Was für eine geile Quest. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und deswegen gehe ich jetzt hier nochmal auf die Brücke und verabschiede mich jetzt hier fast schon zur Episode Anfang. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode von Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Vielen Dank wieder fürs Mitschauen. Und bis dahin.